Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schwarz und Weiß in den Katakomben im Haus der Bildung. Heute zu Gast ist Wolfram Rösch, Pastoralreferent aus Schwäbisch Hall. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass Sie da sind, Herr Rösch. Rösch, wie war Ihr Tag? Ja, er war schön angefüllt. Ich war jetzt auf einer Auszeit und es war heute mein erster Arbeitstag. Ja. Und ich habe eigentlich spekuliert, da ich unterrichte, dass ab morgen wieder Präsenzunterricht ist. Dem ist nicht so. Ja. Und jetzt habe ich heute Arbeitsblätter machen müssen. Mhm. Und heute Mittag war noch eine Online-Fortbildung zum neuen Lehrplan. Klingt anstrengend. Ja. Wie stellen Sie sich vor? Also Priester kennt man, Pastoralreferent kennt man, vielleicht in katholischen Kreisen. Ja, genau. Was sagen Sie dann, wenn Sie sich vorstellen? Ja, erstens mal, dass ich Mitarbeiter bin bei der katholischen Kirche. Ja, hier im auch evangelisch geprägten Umfeld kann man schon sagen, so etwas Ähnliches wie ein Pfarrer. Unsere Ausbildungen überschneiden sich ja auch. Wir haben Pfarrer und Pastoralreferentinnen und Referenten haben Theologie studiert, volle Theologiestudium. Ja. Was uns unterscheidet, ist die Weihe. Die habe ich als Pastoralreferent nicht. Und deshalb auch, wenn man so schön theologisch sagt, keine Zölibatsverpflichtung. Ich bin verheiratet und wir haben drei Söhne. Transsubstantation dürfen Sie oder können Sie dann nicht machen? Also ein bisschen ketzerisch gefragt. Das überlassen wir dem Herrn, sage ich immer gern, aber offiziell darf ich das nicht machen. Also dem der Eucharistie vorstehen. Ja. Sie machen jetzt ein neues Angebot, Augenblicke, der andere Gottesdienst. Mhm. Ich finde es total spannend. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, also so meine Idee war damals so andere Gottesdienste anzubieten, meditativ, vielleicht auch manchmal provokant, aber auch nicht mit leichtfertigen Antworten, sondern ja, wir wollen so Menschen mitnehmen, die jetzt nicht so regulär in die Kirche kommen. Das soll ein ganz vielfältiges Angebot sein. Und da haben wir jetzt den Gottesdienst Augenblicke genannt. Die Gottesdienstserie hieß mal früher Abendzeit, aber Augenblicke haben wir auch den Zeitraum erweitert, dass man nämlich auch nachmittags bzw. morgens den Gottesdienst machen kann. Okay. Ja, ungewöhnlich, ja. Morgens Gottesdienst, ja, schön. Ja, in dieser Reihe ist dann der Valentinsgottesdienst für Liebende. Ja, ja. Oder jetzt an Karfreitag, ich hoffe, dass es klappt, also von Corona her, eine Andacht, wo man mit Hilfe von 4 Filmausschnitten mal das beleuchtet, wo sind so Kreuzungspunkte im Leben von Menschen. Also keine religiöse Filme, sondern ganz normale Spielfilme. Ja. Und da geschieht Entscheidendes. Und da wollen wir mal dieser Frage nachgehen, wie die Menschen da mit dieser Kreuzung da umgegangen sind. Spannend. Toll. Dazu improvisiert der Organist. Ja. Also. Klingt total spannend. Ja, freue ich mich drauf. Auch drauf. Sie waren in Münster-Schwarzach. Warum geht man ins Kloster? Ich bin nicht direkt ins Kloster gegangen, aber es stimmt, Münster-Schwarzach ist ein großes Benediktinerkloster und dem Kloster angeschlossen ist ein sogenanntes Rekollektio-Haus, also sich wiederzufinden, wörtlich übersetzt. Das wird getragen von den Diözesen Deutschlands oder den meisten Diözesen, um damit mal wieder zur Ruhe zu kommen, neue Orientierung zu finden. Das ist eine spezielle Einrichtung für kirchliche Mitarbeiter und das habe ich mir jetzt gegönnt seit Anfang Januar, 9 Wochen lang, ganz verschiedenen Bereichen mal wieder Spiritualität zu entdecken, mich zu entdecken, Gott zu entdecken, kreativ zu sein, mit anderen zu diskutieren. Also ganz, ganz umfassendes Programm war da. Klingt total spannend, ja. Genau. Und das bekommen Sie im Rahmen Ihrer Diensttätigkeit oder ist das sowas wie eine Fortbildung, dann eine längere, oder? Achso, ich bin freigestellt worden. Es war Urlaub für mich, aber ich habe selber zahlen müssen. Aber das hat sich gelohnt, die Investition. Sie sind auch Mitarbeiter im Kriseninterventionsteam. Was darf man sich darunter vorstellen? Also begonnen hat es 1999 schon mit der Notfallseelsorge, also dass wir Menschen beistehen können, wo ein Notfall passiert ist, sei es ein Unfall, sei es bei Überbringung von Todesnachrichten oder andere Ereignisse, die über das Normale hinausgehen. Und aus dieser Gruppe der Notfallseelsorge, das waren damals nur kirchliche Hauptamtliche, ist dann das Kriseninterventionsteam entstanden. Da sind auch Ehrenamtliche dabei aus allen verschiedenen Rettungsorganisationen, um auch den Menschen beizustehen und natürlich auch, es war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo es ein Unglück am Gleis gegeben hat, wo Arbeiter überfahren worden sind, wo man innerhalb kurzer Zeit ziemlich viele Leute gebraucht hat und deshalb ist gut, das Kriseninterventionsteam kann auf viele Leute zurückgreifen, dass man da adäquat helfen kann. Sie gehen dann zu den Betroffenen und reden mit ihnen, machen
Trauerbewältigung, Traumaarbeit oder? Ja, zuerst steht eigentlich die Ohnmacht aushalten. Ja, also da wird vielleicht gar nicht groß geredet, weil Traumabewältigung kommt erst viel, viel später. Also am Anfang ist vielleicht der Schock, je nachdem, wie die Menschen reagieren. Einfach da zu sein, ich sage dann immer, ich bin jetzt da für Sie. Und dann ergibt sich vielleicht ein Gespräch. Manchmal schweigen wir auch miteinander. Ja, einfach, dass da ein geschützter Raum entsteht in dem großen Chaos, das jetzt da entstanden ist. So sehe ich da meine Arbeit. Bibel oder Katechismus? Gut, Katechismus ist natürlich schwer, möchte ich auch beides nicht ausspielen. Katechismus, der versucht, den Glauben irgendwie auf den Punkt zu bringen, da ist mir die Bibel vielfältiger. Die vielen Geschichten, die da drin stehen, die Erfahrungen, die Menschen gemacht haben mit Gott, mit diesem großen Geheimnis des eigenen Lebens. Deshalb tendiere ich zur Bibel, wenn Sie so direkt fragen. Direkt frage ich direkt. Ich frage gleich weiter nach einer Lieblingsstelle. Da gibt es viele. Also meine absolute Lieblingsstelle ist die Stelle, wo Jakob, einer der Erzväter Israels, mit Gott ringt, mit Gott kämpft. Da finde ich mich sehr gut mit meinem Leben wieder und ich finde es auch von der Anlage her ganz toll, dass Israel es gestattet, dass ein Mensch mit Gott kämpft. Und es nicht der große Gott, der jetzt da alles richtet, sondern nein, ich kann es mit Gott aufnehmen. Jakob ist ein Gezeichneter nach diesem Kampf, hat aber einen neuen Namen, nämlich Gottesstreiter, also Israel. Wir dürfen mit Gott streiten, mit ihm hadern, uns mit ihm auseinandersetzen. Oder vielleicht auch wie Hiob manchmal dann auch was an den Kopf werfen. Das hat auch eine sehr reinigende Wirkung. Das ist jetzt so meine absolute Lieblingsstelle. Es gibt aber noch sehr, sehr viele andere, wo wir auch sehr viel sagen. Also der liebende Gott, jetzt nicht der strafende Gott, sondern ein Gegenüber, mit dem man... Ja, genau, mit dem ich ringen muss. Also jetzt nicht pauschal der liebende Gott, der alles in Ordnung bringt, sondern nein, da ist was, da ist jemand, der mir gegenüber tritt und mit dem ich kämpfen kann, damit mein Leben vielleicht klarer wird. Ich würde manche Ehekrise ersparen, ja. Haben Sie auch Hobbys in Ihrer Freizeit? Oh, ja. Haben Sie da Zeit dafür? Ja, ja, da lege ich auch Wert. Das war auch, denke ich, ein Effekt von Münster-Schwarzach, dass ich mir auch mehr um die Hobbys auch noch kümmere. Also, da fange ich mal an. Ich fotografiere sehr gern. Habe die Fotografie jetzt wieder entdeckt durch die Digitalkameras. Bin auf Instagram, falls jemand da meine Bilder anschauen möchte. Blenden wir nachher ein. Genau. So, das nächste Hobby ist Saxophon. Ich habe als Jugendlicher Klarinette gespielt und bin so vor 12 Jahren auf Saxophon umgestiegen, habe da Unterricht, auch in Improvisation, so mal aus sich herausgehen, auch was ganz Schönes. Fahre sehr viel Fahrrad. Auch als Autoersatz, ganz klar, hier in dem Raum. Dann mache ich Sport. Das tut mir auch gut, auf andere Gedanken zu kommen, sei es im Fitnessstudio oder dann draußen, dass ich da laufe. Dann gibt es noch ein ehrenamtliches Engagement, wo mir sehr wichtig ist. Ich bin Mitglied der Feuerwehr, bin da durchs Kriseninterventionsteam oder durch die Notfallseelsorge reingekommen. Ganz praktisch die Ausbildung da gemacht, aber bin jetzt auch aktives Mitglied in der Feuerwehr. Ja, in den verschiedenen Bereichen und durfte sogar letztes Jahr noch den Führerschein machen, was auch sehr schön ist für die großen Fahrzeuge. Wie viele Einsätze haben Sie da im Jahr bei der Feuerwehr? Statistisch bin ich jetzt gerade nicht auf der Höhe, aber es könnte schon 80, 90 sein, wo ich dann habe. Da gibt es dann große, wie ein Brand oder ein Unfall oder auch so kleine Brandmeldeanlage oder jetzt Gürsten. Wenn war es am Samstag, wo ich gekommen bin, war dann ein Baum auf der Straße gelegen. Das sind dann die kleineren Einsätze. Haben Sie Lieblingsmusik? Ja, ich höre gern klassische Musik, gehe gern in die Oper. Da habe ich die Italiener gern, Rossini, Verdi und Puccini. Höre aber auch sehr gern Operetten an. Jetzt weniger so der Heimatfilm der 50er Jahre, sondern ich habe so in der letzten Zeit festgestellt, da ist ganz sehr viel Gesellschaftskritik drin. Weil, das ist so jetzt meine These, sehr viele Operetten-Librettisten waren Juden. Und die haben da mit einem ganz tollen Sprachwitz die Gesellschaft ganz toll karikiert. Deshalb gefallen mir jetzt auch mehr und mehr so diese Operetten. Dann Filmmusik höre ich gern. Korngold, einer meiner Lieblingskomponisten. Die schönen alten Hollywood-Klassiker sind von ihm vertont worden. Oder auch zeitgenössische Filmmusik. Oder dann natürlich jetzt auch ein bisschen durch Saxophon, den Jazz. Schön. Ich habe Sie gebeten, einen Überraschungsgegenstand mitzubringen. Ja, den habe ich hier.
Das ist jetzt ein Bilderrahmen, der hängt in meinem Büro. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Kann man einblenden. Dann durch die Himmelsscheibe von Nebra. Ja. Ich war mal zufällig in Halle auf einem Kongress, Notfallseelsorgerkongress, bin früher angereist und bin einfach mal in das Museum gegangen und stand dann auf einmal vor dieser Himmelsscheibe. Ja. Ästhetisch wunderschön und natürlich eine Riesengeschichte. Das Gold kommt aus Cornwall, das Wissen aus Babylon und irgendwie gab es verschiedene Überarbeitungen. Die Plejaden sind da, verbindet mich jetzt wieder mit Münster-Schwarzach, weil ein Pater ist Astronom und er hat uns dann die Plejaden gezeigt, da habe ich mal die Plejaden richtig sehen können. Ja, eine ungemeine Geschichte, wo da dahinter steckt. Man weiß gar nicht genau, wer es jetzt letztlich gemacht hat. Ja. Elemente mit Himmelsscheibe, ja, das ist ja mit Mond, vielleicht sogar eine Barke, also die Auseinandersetzung auch um die religiösen Fragen, die höchstwahrscheinlich in dieser Himmelsscheibe drinstecken. Ja, also so schaue ich immer gern wieder da drauf und habe sie bis jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal gesehen. Ja, toll. Toll, super. Ja, dann sind wir fast schon wieder durch mit Schwarz und Weiß. Zum Ende die Begriffe, Sätze beenden. Ja. Fangen wir an mit Sport. Sport ist? Ja, wenn man es richtig betreibt, gesundheitsfördernd. Glauben ist? Für ein menschliches Leben, denke ich, sehr wichtig, egal in welchen Formen. Wir müssen eine Grundlage haben, auf die wir bauen können, der wir vertrauen. Fastenzeit ist? In diesem Jahr ganz besonders. Wir haben in diesem Jahr auf sehr, sehr viel schon verzichtet. Deshalb möchte ich lieber anders fasten, mich eher mich widmen, meinen Mitmenschen und vielleicht auch der spirituellen Seite. Unterrichten ist? Manchmal stressig, aber auch manchmal sehr erfüllend, wenn Fragen kommen, die ja, nach einem Sinn oder wenn manche sich dann auch gern an den Religionsunterricht erinnern, den ich mal gegeben habe. Kam auch schon vor. Ja, schön. Glück ist? Ja, nicht erzwingbar. Immer wieder ein schönes Gefühl, wenn man glücklich sein darf. Und manchmal gar nicht so leicht zu definieren. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Herr Rösch, dass Sie da waren. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie keine weitere Sendung verpassen wollen, drücken Sie auf den Abonnierknopf. Bleiben Sie dran, bleiben Sie gesund. Bis auf bald. Tschüss. Tschüss.